Eine Ansage von Herrn Landeshauptmann heute war, dass es vielleicht ein Fehler war, die Impfpflicht einzuführen. Aber das ist nicht das Unrechtbewusstsein, was wir uns vorstellen. Und deshalb fordern wir in Anlehnung an den Corona-Hilfsfonds auch einen entsprechenden in Kärnten einzurichten. Und der dritte Antrag beruft sich auf das Untersuchungsausschussgesetz. Sie wissen alle in diesem Haus, dass das derzeitige Untersuchungsausschussgesetz insofern völlig zahnlos ist, dass ausgelagerte Gesellschaften keine Unterlagen vorlegen brauchen in einem Untersuchungsausschuss. Und alleine, wenn ich mir anschaue, was am Flughafen Klagenfurt für ein Chaos herrscht und was für Ankündigungen es hier gegeben hat, speziell von Herrn Gruber von der ÖVP, und jetzt wiederum nichts im Regierungsprogramm dazu zu finden ist, welche Maßnahmen gesetzt werden, ist das aus unserer Sicht untersuchungswürdig. Das ist aber nur möglich, wenn das Untersuchungsausschussgesetz geändert wird. Und deshalb bringe ich diese drei Anträge ein. FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer hat also von seinem Recht auf eine Meldung zur Geschäftsordnung Gebrauch gemacht und drei Anträge für die Landtagsausschüsse schon eingebracht.